geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum ersten Cologne-Vlog. Heute fahren wir nach Köln, nach Cologne. Es ist jetzt, glaube ich, 12.49 Uhr, genau. Ich fahre jetzt gleich zum Timmy los, hol den ab. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir gehen zu Zack. Anscheinend ist, der Felix ist anscheinend auch da. Aber ich denke auf jeden Fall, das wird ein ganz cooler Trip, ganz lustig, entspannt. Jetzt hatten wir die letzten Tage extrem viel Arbeit. Auch mit diesen Motivationsvideos, das kam und so. Es war so echt aufwendig. Auch die ganzen anderen Videos vorzuproduzieren. Ich hatte die letzten Tage wenig Schlaf. Ich hoffe, jetzt wird Köln ein bisschen chilliger. Aber mal gucken, wie man noch so alles in Köln trifft. Es gibt ja einige Leute dort. Ich freue mich auf jeden Fall. Dann würde ich einfach mal sagen, Leute, wir sehen uns gleich im Auto. Ja, wegen Tim brauchen wir mal wieder 200 Jahre. Sein Bruder hat ihm gerade noch eine Lektüre mitgebracht, die er dann wahrscheinlich lesen will. Und das war die falsche, dann ist er kurzerhand ausgerastet. Ja, ist geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir immer noch warten. Ja, du bist wahrscheinlich gleich da, oder? Wir sehen uns dann morgen, Digga. Hey Leute, ich sehe gerade Folgendes. Tim ist bei mir am Start und ich sehe hier, dass die... Halt doch mal dein Maul! Und zwar hier, diese Boys, ja? Die haben da irgendein Projekt am Start. Halt dein Maul! Die haben irgendein scheiß Projekt am Start. Heb die Kamera. Und die nennen das ganze Ding einfach roter Stich, ja? Die nennen das einfach roter Stich. Ich glaube, die haben nicht mehr alle Mücken an der Latte. Da wissen Sie, meine Frau, als sie noch damals ihre Tage hatte, habe ich sie ganz... Ach, halt's Maul. Tim, du bist topfit, oder? Also Leute, wir sind hier an einem kleinen Rastplatz. Und ich habe gerade gesehen, hier gibt es einen extrem krassen Wald. Den muss ich euch kurz zeigen. Und da frage ich mich immer, was dort wohl für Tiere leben müssen. Da sieht man natürlich jetzt nicht außerordentlich viel. Aber ich frage mich immer, ob da drin Wölfe, Dinosaurier oder vielleicht auch die eine oder andere Kuh lebt. Wir haben noch so ungefähr 2,5 Stunden Fahrt. Der Timothy und ich werden nachher noch ein kurzes Thema aufgreifen, was ich relativ interessant in letzter Zeit finde. Ja, Tim und ich, also Tim studiert gerade das neueste Fitnesswissen. Jetzt ein kleines Thema, was ich gestern in einem kleinen Livestream auch schon angesprochen habe. Das ist, also mir persönlich ist es ein wichtiges Thema und ist mir auch krass aufgefallen jetzt so in letzter Zeit. Ich hatte mal früher einen Kumpel, mit dem war ich früher immer jedes Wochenende einsaufen und war mit dem immer unterwegs. Daddy hatte halt von dem ein bisschen Kohle und ja, das war immer so voll cool und so und was weiß ich was. Ja. Ich habe den jetzt neulich mal wieder getroffen und weil wir haben eben nicht mehr so viel gemacht, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, weil ich ja dann aufgehört habe zu trinken oder halt einfach übel selten noch getrunken habe. Ja, da haben wir uns dann mehr oder weniger so ein bisschen auseinandergelebt. Und dann habe ich ihn wieder getroffen, jetzt letztens. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit ihm unterhalten und diese Begegnung war so ultimativ komisch. Es war so richtig, keine Ahnung. Wir haben so voll aneinander vorbeigeredet und der eine wollte einerseits von sich erzählen, andererseits irgendwie, keine Ahnung, wollte man nicht so richtig wissen, was der andere macht und keine Ahnung, er ist mir einfach von Sekunde 1 irgendwie so auch ein bisschen unsympathisch gewesen, weil diese hochnäsige Art und Weise, die hatte er natürlich schon immer, aber die ist mir jetzt dann erst so richtig aufgefallen. Und da ist mal ein Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Das ist zwar jetzt vielleicht in dem Beispiel, trifft es nicht so 100% zu, weil ich mich dadurch nicht so beeinflussen lassen habe, aber wenn ihr euch Freunde sucht oder sowas, ich meine, man geht ja jetzt auch nicht hin und sucht sich irgendwie Freunde oder so, aber die Leute, mit denen ihr euch im Prinzip abgebt in eurer Schulzeit, in eurer Jugend und so weiter, also mit den Leuten, mit denen ihr abhängt, schaut nicht, dass ihr irgendwie bei denen darauf achtet, was die für materielle Werte haben oder... Hä, wo machst du ein Video? Hä? Worüber machst du ein Video? Über Freunde, die ich früher zum Beispiel hatte und was ich jetzt gemerkt habe, wie es jetzt heute ist. So. Let's flip this shit! Let's flip this shit! Hör auf damit, Alter, du bist einfach nicht lustig. Ihr müsst nicht immer probieren, mit den Coolsten aus der Klasse so zu chillen, die irgendwie Scheiße machen oder sowas. Macht euer Ding und hängt mit den Leuten ab, die ihr für euch persönlich korrekt findet. Sonst lasst ihr euch irgendwie mitziehen und irgendwie machen. Ihr lasst euch zu was machen, was ihr gar nicht seid und was ihr vielleicht auch gar nicht sein wollt, nur weil ihr irgendwie einen gewissen Status auf eurer Schule oder in eurer Umgebung genießen wollt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Du sprichst mir aus der Seele, das ist das, was ich gemerkt habe damals in der Schule, so 7. Klasse ungefähr, wo das anfängt, eher so 6., 7. Klasse. Ja. Ey, Digga, ich habe eine Sache gemerkt, und zwar, ich habe gemerkt, das bin ich nicht. Ich habe gar keinen Bock auf diese Spastis. Ich habe gemerkt, dass diese Leute, die cool waren,
Ich war immer ein komischer Mensch schon, so wie auf YouTube. Ich habe viel Scheiße gelabert. Hey, Tim, du bist doch gar nicht witzig. Ich so, ja, ist mir doch scheißegal. Ich bin halt so. Und dann habe ich halt gemerkt, hey, ich lebe irgendwie schon für mich und nicht für andere. Und ich habe das Gott sei Dank irgendwie früh begriffen und war schon immer so ein bisschen komisch. Das ist, sowas zu erkennen ist mega wichtig, weil wir haben jetzt oft so dieses Thema Geld gehabt und was weiß ich, was macht glücklich und so weiter. Was macht glücklich? Das ist auch noch ein riesiges Thema. Da wollte ich ja mal ein Video mit Marcel zu machen. Vielleicht schaffen wir das ja noch irgendwie, weil das, da will ich unbedingt mal was zu sagen. Das ist aber ein ziemlich komplexes und schwieriges Thema. Aber gerade zu diesem Thema. Befasst euch nicht zu oft mit materiellen Dingen. Materielle Dinge können glücklich machen, aber nur... Das ist nur ein kleiner Teil. Genau. Wie Bums in ein kleiner Teil ist. Da hast du mal wieder den übertrieben geilen Vergleich raus. Ich weiß, ihr denkt jetzt, das ist eine Produktplatzierung. Aber dieses Ding hat nur 25 Kalorien, das ganze Teil. Das heißt, mit 3 Gramm Fett habt ihr mehr Kalorien aufgenommen als mit diesem ganzen Ding hier. Achtet nicht so krass darauf, was jemand hat oder was jemand zu bieten hat oder so, sondern schaut ein bisschen auf die... Schaut ein bisschen auf die Oberarme, ein bisschen aufs Handgelenk, ein bisschen auf den Geldbeutel. Und der größte Bullshit, den ich immer höre. Ja, deine Freunde bringen dir doch gar nichts. Du bist so erfolgreich und deine Freunde sind ganz normal. Ja. Bleib doch mal ruhig, Alter. Alles easy. Lass dir das halt denken. Einfach das eigene Ding machen. Das, worauf man Lust hat. Das ist unser Statement zu dem. Wir fahren jetzt zum Matthias. Und vielleicht ist ja der Felix ist ja vielleicht auch da. Dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir dort im Gym angekommen sind. Also, meine lieben Leute, bis gleich. Bis gleich, bis gleich. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet das Thema so ein bisschen verstehen. Das ist mir nämlich in letzter Zeit öfter aufgefallen. Ich werde jetzt auch öfter wirklich solche themenbezogenen Vlogs machen, was mir aufgefallen ist, wie sich was verändert. Gerade auch so durch materielle Dinge oder sowas. Das finde ich nämlich persönlich ein ziemlich interessantes Thema. Ansonsten denke ich mal, mache ich auch noch einen Vlog mit einer Freundin von mir. Auch nochmal über ein paar Beziehungsthemen. Also wenn ihr da irgendwas habt, könnt ihr es mir per Nachricht schreiben oder in die Kommentare oder sowas. Und ja, in den nächsten 1 oder 2 Folgen kommen dann noch die restlichen Köln-Vlogs. Da ist auch der Kolle dabei. Also wenn euch das interessiert, der wird zwar nicht so lange dabei sein, aber ganz kurz. Ja, ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.